Zur Sicherstellung der korrekten Anwendung unbedingt vor Beginn der Arbeit die Gebrauchsanweisung lesen und verstehen. Einsatzgrenzen und Warnhinweise sind strikt zu beachten. Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige Trägerorganisation ansprechen. Vor dem Gebrauch der Maske führen Sie bitte immer eine Sichtprüfung durch. Schrauben Sie nun einen Dräger Explore RD40 Schraubfilter ein. Öffnen Sie die Bebänderung bis zum Anschlag und halten Sie diese mit beiden Händen auf. Führen Sie die Bebänderung über den Kopf und rücken Sie die Maske zurecht. Zuerst ziehen Sie gleichmäßig die Nackenbänder straff. Im zweiten Schritt ziehen Sie gleichmäßig die Schläfenbänder straff. Dann, falls erforderlich, zusätzlich das Stirnband straff ziehen. Für die Unterdruckprüfung Filter mit der Hand dicht halten und einatmen, bis Unterdruck entsteht. Halten Sie die Luft kurzzeitig an. Der Unterdruck sollte bestehen bleiben. Rücken Sie ansonsten die Maske zurecht und ziehen Sie die Bänder nach. Wiederholen Sie die Prüfung, bis die Maske dicht sitzt. Zum Ablegen der Maske öffnen Sie die Klemmschnallen und ziehen Sie die Maske vom Gesicht über den Kopf. Die anschließende Wartung und Reinigung muss durch eine befähigte Person, zum Beispiel einem Atemschutzgerätewart, durchgeführt werden. Bitte entfernen Sie vor dem Reinigen der Maske das Filter. Im nächsten Schritt kontrollieren und reinigen Sie die Aus- und Einatmenventile. Wenn diese verformt oder beschädigt sind, müssen sie ausgetauscht werden. Ansonsten können Sie die Ventile weiterverwenden. Bitte beachten Sie dabei auch die Austauschintervalle in der zugehörigen Gebrauchsanweisung. Die Reinigung des Maskenkörpers und der Kopfspinne kann mit einem milden Universalreinigungsmittel erfolgen. Danach bitte mit lauwarmem Wasser spülen. Die von Träger empfohlenen Reinigungsmittel können Sie der Gebrauchsanweisung entnehmen. Nach der Reinigung sollte zusätzlich eine Desinfektion der Maske mit Hilfe der in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Desinfektionsmittel durchgeführt werden. Im Anschluss die Maske erneut in fließendem Wasser gründlich spülen. Drücken Sie nach der Reinigung die Ventilscheiben in die Ventilhalterungen und setzen Sie die Maske wieder komplett zusammen. Für die schnelle Reinigung von Atemschutzgeräten zwischendurch, zum Beispiel bei Präsentationen oder Schulungen, können Sie ein Daisy-Quick-Reinigungstuch verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Reinigung mit einem Daisy-Quick kein vollständiger Ersatz für die in der Gebrauchsanweisung beschriebene Reinigung und Desinfektion ist. Sie sollte daher nur vorübergehend angewandt werden, sofern die Maske ausschließlich von einer Person benutzt wird. Die Vollmaske muss nach jedem Einsatz bzw. nach jeder Wartung und Reparatur geprüft werden. Dazu kann zum Beispiel das Prüfgerät Dräger Testor 2100 verwendet werden. Bitte lesen Sie die entsprechenden Hinweise in der Gebrauchsanweisung.